Nehmen wir Schilder trotzdem mit rein und haben oben noch wir haben noch 17 plus dann. Dann können wir oben ja doch mal, ich glaube, den mit reinnehmen. So. Wahrscheinlich wäre sogar was anderes besser, wie Antimaterie-Raketen. 11 bis 15, Abklingzeit 5,5 Sekunden. Disruptor haben eine Abklingzeit von Reichweite 20, 15, 15. Dass das hier nicht steht, das ist ein bisschen sehr nervig. Ja, bewegen Sie den Mauszeiger für die detaillierte Bereich. Details, ja. Mhm. Sehe ich zwar nicht, dass er detailliert über das Ding gekommen bin, aber okay. Wir lassen das jetzt so speichern. Jo. Trotzdem muss ich mir nochmal die Bewaffnung über unserem Keilschlag angucken. 2, 2, 2, 2. Diese Bohrer hier, die sind eigentlich... Der ist ziemlich schwach. Sehe ich gerade. Der muss raus. Der ist noch ganz in Ordnung. Da muss aber wahrscheinlich dann eher der Rote rein hier. Der Rote ist tatsächlich besser. So. Warte mal, was haben, wie viel hat die 8 bis 36 fortschrittliche Railgun hat 13 bis 44 und eine Reichweite von 30, siehst du, das ist ja schon ein Unterschied. Und tatsächlich müssen wir es eher mal so machen. Das ist noch in Ordnung. 15 bis 22, mittlerer blauer Laser. Können wir auch gerne so lassen. Haben wir schon die scheiß Dinger hier verbessert? Das ist einfach nur das Aufklärungsgeschwader, genau. Einfache Sieger, einfaches Bombengeschwader. Ja, ist relativ schwach. Schwingungsausgriffe, die aus Nadelsitz gegen kritische Feinde zum Einsatz gebracht werden. Einfache Jäger kommen gegen Feinde in der Nahumgebung zum Einsatz, wenn das Mutterschiff ins Gefecht eingreift. Wie viel Schaden macht das denn hier? 20 bis 23. Oh ja, gut, okay. Gucken wir mal, was einfaches Jägergeschwader macht. 5 bis 11. Ja, dann nehmen wir doch lieber die hier rein, ne? Minus 40 an Energie. Okay, okay, okay. Kriegen wir ausgeglichen. Heißt das, wir haben hinten am Heck gar keine Schilde? Müssen wir da gleich mal einen wegnehmen und da einen hinsetzen. So, dann haben wir aber jetzt so viel wieder. Die haben eine Reichweite von 25 plus 50% Panzerung. Ja, wir brauchen so ein bisschen, brauchen wir die da schon, ne? Wir könnten nur hier gucken. Raketen wieder. Mittlere Fusionsrakete. Das wäre wahrscheinlich eher vielleicht... die da mal reinsetzen. Reichweite 36, genau, ich bin 100%. Weißt du, wie lange ist die Abklingzeit? 55? Typ Explosion, okay. Großkalibrige ballistische Waffe, die Sprenggranaten verschießt. Den Hauptvorteil dieser Kanone liegt in ihrer hohen Feuergeschwindigkeit. Okay. Ja, wir lassen das jetzt mal so. Speichern, ja. Hier müssten noch viel mehr frei sein. Viel mehr Plätze. Viel mehr. Ach so, doch, Triebwerk 2. Das, was ist das hier unten? Leerer Slot. Ach nee. Das ist so ein Schilddämpfer. Effekt auf meine Schilde. Ja, das hat mir doch sowieso schon ausgewählt. Warum war das nicht mehr drin? Darf ich das nicht speichern? Warum? Schiffsdesigner. Das hat er drin, oder was? Das ist okay. Achso, hier. Plus, plus. So, das hat jetzt am Laufen. Das haben wir jetzt eingestellt. Problem war jetzt natürlich nur, wir haben jetzt die ganze Zeit laufen lassen. In der langsamen Geschwindigkeit. Naja, gut, okay. Ist egal. Ist halt so. Jetzt gucken wir erstmal. Das war echt scheiße, ne? Das war schon kacke.
Wird das doch auf einmal zu uns? Also gehört die ganze Zeit denn schon zu uns? Sektor verwalten, Plus. Wenn ich auch einen Plus mache, lassen wir erstmal, weil da noch gegnerische Dinger drin sind. Ja. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt automatisch Flotte verbessern? Klicken Sie, um die Flotte zu befehlen, für Verbesserung zum nächsten Raumhafen zu fliegen. Jo. Das sollte man machen. 26 werden verbessert für 1209. Sehr schön. Ich hoffe mal, das hat einen Unterschied dann. Was hatten wir jetzt gehabt? 12k? 12k, mal gucken, auf was es dann hochspringt. Wir haben jetzt hier 28. 29 ist nicht gerade viel. Wir müssen gucken, dass wir eigentlich noch eine kleine Armee hier halbwegs aufbauen, weil wenn die wieder hier reinspringen. Wieder. 1, 2. 2 sind schon 16. 2 Kalkreuz. Also ob die richtigen Schlachtschiffe? Kalkschlacht brauchen wir denn. So. Sehr Kalk und. Ach, scheiße, jetzt haben wir da ernsthaft jetzt die verbesserten, na natürlich. Panzertorpedos, was ist denn da jetzt am kürzesten? Wir nehmen die Panzertorpedos erstmal. Aber ist ja kein Problem, wir können es auf den Schiffsdesigner wieder gehen. Uns das mal angucken überhaupt. Was? Die brachten jetzt immer noch 20 bis 32? Ne, ist immer noch nicht. Ist immer noch nicht besser. Das sollst du nichts übernehmen. Hat er das jetzt echt übernommen? Oh Mann. So, das sollst du behalten. Die sind echt tatsächlich noch besser. Wir machen jetzt auch mal hier einen kleinen Zwischenspeicher. 6-1. Fortfahren, weiterlaufen lassen, ist einfach angenehmer, ist einfach bitter. Die ist natürlich hier sehr klein, wie es aussieht, diese Welt hier. Wie läuft es eigentlich hier von euch? 152 habt ihr, ja, wo wir hier Frieden befinden, was? Die haben Krieg mit. Aha. Was? Ist ja auch oft. Achso, warte mal, da oben ist immer wieder. Zack, weg. Ich hoffe, das kommt nicht wieder denn. Hier haben wir unsere Transporter. Truppe extra, die wartet schon auf ihren Einsatz. So viel Schaden mehr hat jetzt, ist sie jetzt schon. Oh, 22% erst. Dauert das so lange? Wow, das ist aber krass. Okay, naja, gut, dann müssen wir ein bisschen warten. Ja, ja, Das ist ein Terraforming dabei. Sehr schön, wenn man irgendwie. Achso, das kann man auf und zu klappen. Ist ja gut. Ist auch schön. Was ist das jetzt hier eigentlich? Okay. Oh! Wüstenwelt. Terraforming. Tropische Welt. Hier ist auch, steht jetzt auch nicht dabei. Deswegen denkt man immer, auch das kostet gar nichts. Wenn man so überdrückt, bumm, weg. Das ist nicht so nett, ne? Das ist wirklich nicht nett. So, wenn wir jetzt hier reingucken, die waren gleich auf 75% Wüstenwelt. Oberfläche, ach so, stimmt, wir hatten hier natürlich, wir hatten das ja so gelassen, dass die da in Ruhe bleiben können. Dafür war der ja komplett ausgebaut.
Ondanga. Übersicht 100%. Sehr schön. Ja genau, das ist der. Der sieht immer noch so cool aus. Hier ist auch überall Energie, ne? Wo ist unser Konstruktionsschiff denn? Da. Hier ist gar keine Energie drin. Da, keine Ahnung, wird nicht angezeigt. Da haben wir nur 2 von 4. Okay. Bergbaustation bauen. Ja. Es gibt wirklich so natürlich gibt es Systeme, wo man nichts holen kann, ne? Ist natürlich klar. Das ist, aber die haben ja angeblich, naja gut, die hatten auch nichts. Das ist, da finden 2 Planeten, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die hatten aber eigentlich doch auch was, oder? Ist das nicht erkundet? Planet ist noch nicht erkundet, doch noch nicht erkundet. Okay. Ach ja. First Task Force. Ach, das ist die neue. Ja, das ist, wie habe ich die andere genannt? Ich glaube, man schreibt das denn... Second. Ich glaube, so ist das. Second Task. Califorce. Second. Califorce. Okay. Was haben die da jetzt gebaut? Was ist das? Kalkreuzer erstmal. Okay. Ich dachte, wir bauen als erstes mal das andere jedenfalls. Ah ne, wir hatten den Schachter ja nochmal... Stimmt, wir hatten den Schachter ja nochmal abgebrochen. Stimmt, stimmt, stimmt. So. Guck mal, da oben. Das gehört auch zu uns. Sektorenverwaltung. Dazu packen. Fertig. Was ist denn hier? Du hat im Orbit von dem Bau einer Bergbaustation abgeschlossen. Biolabor, Stufe 2 ist fertig. Oh, guck mal, dann können auch Biolabor gleich die nächsten. Das bringt natürlich unseren ganzen Planeten auch etwas wesentlich Besseres. Das heißt, die bauen das jetzt wahrscheinlich gleich komplett aus erstmal. Und komplett am Außen durchdrehen. Das heißt, die kriegen ja erstmal wieder bis auf 5000 noch hochgeballert, das Zeug. So. Die sind uns auch überlegen. Ebenbürtig. Was ist das hier oben überhaupt? Galaktikuvaktion. Aha. Das sind ja wahrscheinlich die hier, ne? Ach, das sind die gleichen. Was ist hier nur grau nicht aufgedeckt? Ach so. Okay. Okay. Was mich auf jeden Fall noch stören wird, ist, dass die jetzt wieder im Krieg sind, ne? Das ist... Oh, wir haben die nächste Forschung fertig. Plasmawerfer. Physiklabor, Garda Punktverteidigung, Forschungsalternativen. Das ist das kürzeste, wir nehmen mal das kürzeste jetzt hier. So. Es tut mir leid, dass alles ein bisschen länger dauert, aber das, was uns da gerade eben das gezeigt hat, dass man so selbstsicher so... Wir hätten das wahrscheinlich, hätten wir es gewusst, beim ersten Mal, was man da, hätten wir den wahrscheinlich schon von vornherein geschluckt, aber ich wusste es halt nicht. Und jetzt kommt es auf einmal mit einer neuen K-Flotte an. Und ich denke, hallo, der steht sogar unterlegen, ne, gut. Nicht mal ebenbürtig, sondern unterlegen und die Schiffe haben uns auseinandergenommen. Also, ich kann es halt noch nicht ganz nachvollziehen, ob das jetzt wirklich nur in den Schilden vielleicht lag und dann, keine Ahnung. Jedenfalls dauert es halt noch ein bisschen. Die First Curly Base Force ist jetzt bei 71%, danach wird sie wahrscheinlich, hoffe ich mal, mehr Schaden machen, ich weiß es nicht. Wir haben noch 41 plus. Wir haben die nächste Bergbaustation gebaut. Sehe ich das richtig? Ja, haben wir auch. Sehr schön. Das ist super. Das ist auf jeden Fall gut. Natürlich ganz schön verteilt hier alles. Was kostet denn jetzt überhaupt so eine Bergbaustation überhaupt an sich? Bergbaustation 1.